Ja, dann muss ich noch mal was Cooles raushauen. Ich habe einen Conspiracy Booster noch mal in die Finger gekriegt. Conspiracy, das allererste ist von, oh Gott, ist das hart. Das ist von 2014, das haben wir damals gedraftet. Und wer mich oder meine Jungs kennt, weiß, Draft ist für uns selten gewesen. Dementsprechend war das tatsächlich sehr cool. Und gewonnen hat, glaube ich, jemand, der Geschwaderfalken gespammt hat. Das war witzig. Ja, das war witzig, vor allem weil es ein Multiplayer-Draft ist und man am Ende Multiplayer gespielt hat. So, guck mal, was wir hier drin haben. Ich zerstöre das Booster hier mal auf die übelste Art und Weise. Gucken wir uns das mal an. Traveler's Cloak. Drei Mana-Verzauberungen, die verzauberte verzauberten Land, eine Kreatur. Und wenn es ins Spiel kommt, sagt ihr einen Ländertypen an. Und ihr zieht eine Karte. Und die Kreatur hat Landwalk auf diese. Ah, okay. Okay, I see. Dann Bragos Preparatives. 3 Mana 1-4. Ihr habt eine zusätzliche Stimme beim Voten. Das ist hier tatsächlich ein Ding. Enklave Elite, 3 Mana 2-2 mit Multikicker und Island Walk, also Inseltarnung. Und wenn ihr den Kick habt, kriegt ihr plus 1 plus 1 Marke für jede Mal, wenn ihr den Kick habt. Brimstone Volley, 3 Mana Instant, fügt ihr 3 Schaden der Kreatur im Spieler zu. Und wenn ihr Mobit habt, also wenn die Kreatur gestorben ist, macht ihr 5 Damage. Power of Fire, 2 Mana Verzauberung, die verzauberte Kreatur hat Tap, fügt einen Damage zu. Gnalit Pack, 2 Mana 2-2 mit Multikicker, auch hier eine plus 1 plus 1 Marke für jedes Mal, wenn es gekickert wird. Twisted Abomination, 6 Mana 5-3 mit ein schwarzes Regenerieren und für 2 Mana kann man das cyclen, um sich einen Standardlandsumpf vor eine Sumpfkarte. Oh, dann kann man sogar Schock und Duels und so weiter holen. Nicht bad. Copperhorn Scout, 1 Mana 1-1, wenn er angreift, enttappt alle anderen Kreaturen, die ihr kontrolliert. Das ist eine sehr starke Karte. Stasis Cell. 5 Mana, die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments und für 4 Mana könnt ihr die Verzauberung an eine andere Kreatur anrüsten. Wichtig, das kann der Typ, der die Verzauberung kontrolliert, nicht die Kreatur. Das ist ganz cool, damit könnt ihr die rum und rum schieben. Dann Rousing of Souls. 3 Mana Palais. Jeder Spieler deckt die oberste Karte seines Decks auf. Für jede Nicht-Land-Karte kriegt ihr ein 1-1-Token. Danach zieht jeder Spieler eine Karte. Geile Fähigkeit für Multiplayer. Palais ist einfach der Wahnsinn im Multiplayer. Deathforge Shaman, 5 Mana 4-3 mit Multikicker und er fügt so viel Schaden, doppelt so viel Schaden zu, wie er gekickert wurde. Okay, das ist nicht bad, aber nur einem Spieler, genau. Fire of Yavimaya, die war nicht schlecht. Yavimaya, okay. 3 Mana, ein grünes, ein rotes, ein farbloses. Alle Kreaturen, die ihr kontrolliert habt, Eile. Man kann die opfern, um der Kreatur plus 2 plus 2 zu geben. Ach, das war unser erster Ankam. Zweiter Ankam. Lead the Stampede. 3 Mana, ihr guckt die ersten 5 Karten eures Decks an. Ihr nehmt eine Anzahl an Kreaturen darunter, die eine beliebige Anzahl an Kreaturen darunter, die ihr vorzeigt, und den Rest legt ihr unters Deck. Und unsere Rare ist Grenzo, Dungeon Warden. Ja, stimmt, da war noch ein Kontrakt denn da. Grenzo Dungeon Warden ist ein Commander, ein ehemaliger von mir. Deswegen ganz lustig, dass der hier auftaucht. Ein rotes, ein schwarzes und X. Er kommt mit X plus 1 Mann ins Spiel. Und für 2 Mana könnt ihr die unterste Karte eures Decks in den Friedhof legen. Wenn es eine Kreatur mit Stärke gleich oder weniger als Grenzos Stärke ist, könnt ihr sie ins Spiel bringen. Stark dabei ist, ihr könnt für 2 Mana eben sowas wie die Kiki-Yeki-Kombo im Commander ziehen oder sonstiges. Das ist schon cool, das ist ein cooler Commander. Genau, hier ist nämlich so ein Draft-Ding. 4 Mana 4-4 und wenn er gedraftet wird, während ihr ihn draftet, müsst ihr ihm einem anderen Spieler geben. Nee, ihr müsst den notieren, die sind so verwirrend. Ihr müsst den notieren, der den euch gegeben hat. Und der greift jede Runde an. Und wenn der kann, greift er immer erstmal den Spieler an, den ihr notiert habt. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen runtergehen. Okay. Und noch ein Wolf. Das war's mit Conspiracy. Ja, schönes Booster. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixi. Ciao, ciao.